Hallo, 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 ich klaue Sprüche von dem Mero und ich glaube, ich habe die Tastenbelegung nicht richtig eingestellt, doch habe ich, wuhu. Ja, wir machen weiter bei Pokémon Ultimate Ruby im Mount Pyro, Pyroberg, Totenberger, Schinkenberger. Nee, weil, das hier sind irgendwie, also da steht ja so eine verrückte Mongo-Oma da oben rechts. Weil das hier ist ja der Turm mit den, wie heißt das hier, sind ja die toten Pokémon und so. Und, ja, ich würde dann gerne zuerst mal den Turm hier machen, will der hier kämpfen, ja, er will. Hey, are you searching for Pokémon? You came along after me, you're rude. Und ja, was wollte ich jetzt eigentlich eben sagen? Ja, also hier ist ja, die toten Pokémon, sie ruhen hier und, alle die toten und was weiß ich für, Pokémon. Und ja, ich werde zuerst diesen Turm hier machen, dann werde ich links, also, da war ja noch so ein Weg eben, der nach links ging, dann werde ich den Weg machen. Allerdings erstmal diesen Turm hier. So, wir haben den ersten schon mal besiegt. Die hier wollen, glaube ich, einen Doppelkampf. Hallo. Ja, die heißt Des, oder wie heißen die beiden? Des und Peter. Nee, Young Couple Des and Luke. Okay, die haben ein Enekoro und ein Voltenso. Das dürfte eigentlich, das müsste eigentlich sehr leicht sein, die zu besiegen. Und, was habe ich für diesen Part, denn mal so geplant? Ich glaube gar nichts. Ja, doch, also, ich muss jetzt halt diesen Geisterturm hier machen und, naja, am Ende erwartet uns denn, gar nichts. Nein, doch, ich weiß nicht. Ich bin mir gerade überhaupt nicht sicher, also, naja. So, it's super effective. Ja, Boden ist sehr effektiv auf Elektro, deswegen habe ich jetzt Lebensschuss gemacht und auf Enekoro, da reicht sogar schon eine Stärke. Dog is so fucking awesome! Nein, aber hast du es gut gemacht, Doc. Das war sehr schön, sehr schön, sehr schön. Hier ist ein Pokéball. Ultra Ball. Ich glaube, das war der Hyperball. Ja, bin ich mir sogar ziemlich sicher. So, der hier sagt jetzt, ouch, ouch, there are holes in the ground and there. Ja, da sind hier diese Löcher, da kann man runterfallen. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Das seht ihr später noch, dass wir gehen ja die Treppen hoch und nachher sollten wir, wenn es geht, die Löcher runterfallen, weil das viel besser ist. Und ja, so, da ist auch schon wieder die nächste, ist das eine Exorzistin? Nee. Ja, Exorzisten sehen anders aus. Die haben so einen komischen weißen Anzug, so eine, ich wollte jetzt schon sagen Behindertenjacke, aber so eine, wie heißt das, Zwangsjacke da? Nee, das ist auch keine Zwangsjacke, egal. irgend so was Weißes da, so ein weißes Gewand oder so, und naja. Ja, Kadabra, der sollte mal besiegt sein. Hallo? 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 Bist du besiegt? Ja, hallo? Das wäre nett. Ja. Ah Gott, jetzt bin ich jetzt schon wieder müde um 20.40 Uhr. WTF, Mann. Das geht doch nicht. So, hier ist so ein Punker mit lila Haaren. Hier finden wir einen Superschutz. Ja, der wird uns bestimmt später nochmal irgendwann nützlich sein, falls wir mal wieder Schutz brauchen sollten, ne? Ja. So. Boss Yusuf! Oh Gott! Kelia, was ist geschehen? Oh mein Gott, du hast geschlägt! Kelia wurde besiegt. Und, dann schicken die mal hier, was weiß ich da, Mother Metroid, also nichts gegen dich jetzt, Metroid, ne? Aber da schicken die irgendwie hier, ach so, gerade war es ja männlich, oder dann kann ich gar nicht sagen, Mother Metroid. Da schicken die jetzt irgendwie ihren Vater da raus, weil Kirlia entwickelt sich ja zu Gardevoir und, Gardevoir ist jetzt, also, ich glaube, den Zusammenhang hat ungefähr keiner verstanden von euch, aber, ja, Gardevoir, das ist ein Scheiß-Pokémon auf Level 33, das ist doof. Das braucht man nicht. Surfer. Besiegt. Dam, 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 dam. Wir haben es besiegt. Ja, Mann. Dann darf ich jetzt die Treppe hochgehen. Ja, das ist nett. So, ihr seht, da liegt schon ein Item. Das holen wir uns allerdings gleich. So, das hier ist so ein, weiß ich nicht, Sklaventyp hier irgendwie. Vielleicht habt ihr es ja eben gesehen. Er hat irgendwas geredet von Teacher.
Teacher, please bring me by how mir den Schuh zu. Und Makuhita wurde besiegt. Nicht, doch, ja, doch. Wir sind sehr gut. Und Boss, der hat hier Thumbs Up und so. Der ist richtig gut. Der reicht sogar, wenn er so weitergeht, hier gleich noch Level 39. Der ist bestens. Der ist gut, der Junge. Der haut einen ordentlichen Damage hier rein. Also komm. Scheiße. Ich glaube, Boss ist besiegt, der Junge. Der ist ein ganz guter. Oh, scheiße. Marshock. Das war gerade die Attacke Überwurf. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das war sogar, glaube ich, Überwurf. Ich weiß nicht, aber was war das? Überwurf. Hä, das war irgendwas mit Revive? Ja, keine Ahnung. Aber es ist halt so eine Attacke von Marshock. Dass wenn man angreift, dass er dann mit was angreift und dann nicht Wuchtschlag. Also dass er irgendwie dann so sauer ist und sich rächen will und dann ist der andere meistens tot. Aber Boss, der hat ja eine Def hier. Was war das denn jetzt? Wie? Meine P-Teile ab Mo. Nee. War das jetzt Abschlag? Das war Abschlag oder Rob? Nee, das war Abschlag. So, Boss ist jetzt fast selber besiegt und dann kommt der Wirbelwind. Danke. Er hat Boss dafür bewahrt, dass er sich selbst besiegt. Dim. Da setze ich doch nur noch Kratzer ein, weil das locker reicht. Fliegen wäre außerdem sehr effektiv gewesen. Und jetzt will er Lehmbrühe erlernen. Muddy Water, guckt euch die Attacke bitte mal an. 95 Stärke, oh. Ja, so stark wie Surfer. Aber hat 5 weniger AP und trifft seltener. Also, da ist Surfer echt besser. Das braucht man ja mal überhaupt nicht. Muddy Water did not learn. Ja, also, Boss did not learn Muddy Water. Genau so rum heißt das. Die Attacke, ich will ihn einfach mal davor bewahren, oder ich will ihn einfach davor bewahren, dass er keine so eine dumme Attacke da drin hat, die völlig unnötig ist. Unnötig, Digga, unnötig. Was ist das denn? Okay, das ist also noch so eine komische Hexe da, weil ich gerade sagen wollte, what the fuck, wer ist das? Hexenmaniac Tasha. Und da kommt ein Schuppet, oh, ich hab Schuppe gesagt. Surfer. Das sieht auch aus wie so ein benutztes Taschentuch, was auf ein Boot geworfen wird. Ach nee, das ist bei, wie heißt das, wenn Zauberer so einen Trick machen mit dem Daumen abschneiden, wenn die da so eine Mohrrübe drunter halten tun. Nein, also das Schuppett war oben ja eben so spitz, das könnt ihr jetzt vielleicht gleich nochmal sehen oder so, aber auf jeden Fall, ne? Also, wenn da eine Mohrrübe unter einem Taschentuch ist, dann ist das da oben auch so spitz. Ach, ich bin heute schon wieder so ein Genie, ey. Ich glaube, heute den ganzen Tag habe ich schon versaut. Schon, und die Videos auch. Ey, verdammt, komm. Was ist die hier am Breakdance? Die dreht sich da die ganze Zeit und ich will nur mit der kämpfen. Du blöde, du. Geh sterben, Valerie. So, ja, die hatten Zubiris. Zubiris ist ein tolles, nettes, behindertes Scheiß-Pokémon. Ja, und jetzt auch noch, Moment, die Attacke heißt... Ach, scheiße, ich weiß nicht mehr, wie die Attacke heißt. Ja, egal, ich mach einfach weiter, das war doch eben... Oh, was war das für eine behinderte Attacke? Oh, ich schlafe hier gleich ein, ey. Mit einem Video, ach ja. Ach, ihr kennt die Attacke doch. Nicht Trugschlag, sondern wenn der andere zurückschreckt, dann... Oh Gott. Ich weiß es nicht, ist mir auch egal. Ja. Muss ich nicht wissen. Wir sind halt zurückgeschreckt und naja, das war behindert. Ja, das war doof. Super Niro. Fliegen. Greif an, Paniro. Sehr schön. Da hast du... Da haben wir Matibiris geout. Ja, das ist schön, dann können wir jetzt auch weitergehen. Rede nicht so viel, denn ich will ja überhaupt gar nicht reden tun. So, jetzt sind wir ganz oben und was hat uns das alles gebracht? TM30, ist das Spukball? Ich glaube, das ist... ich schau mal nach, welche... Shadow Ball, ja, Spukball war das. Genau, hier erhalten wir also Spukball. Habe ich jetzt einfach mal so aus dem Anhang raus. Also einfach aus den Informationen, die mir bekannt waren, habe ich das jetzt einfach mal so geraten. Ja, also Lachs-Lizenz, nee, Incense. So, jetzt ist natürlich ziemlich schwierig, ja, da oben oder da unten. Also ich würde einfach mal sagen, hier unten, ohne große Umschweife, weil wir wollen ja an der Wand bleiben.
Das war noch nicht mal Fail, hier finden wir nämlich noch was. Sea Incense, das waren jetzt Lachsrauch und Seerauch, die haben verschiedene Wirkungen. Was genau, weiß ich, glaube ich, gar nicht mehr so. Und ja, wie gesagt, müssen wir jetzt hier durch die Löcher fallen. Und jetzt sind wir wieder hier unten. Das war aber schön. Ja, Mount Pyroberg Teil 1 war das jetzt bis jetzt. Ich will jetzt mal testen, ob ein Biss nicht wirklich reicht. Fail. Nein! Warum? Ach Dog. Komm schon, Dog. Lose Bite! Sehr schön. So, it's super effective. Ringelingeling, schön. Und ja, ich kann euch genau sagen, ab wann der Nebel eintrifft. Also nee, ich glaube nicht genau, aber doch, wenn's hochgeht, habe ich wieder. Wenn's hochgeht. Nein. Also wenn ich hier jetzt die Treppen gleich hochgehe, dann wird der Nebel kommen, wenn da die normale. Wie heißt das? Also wenn der da Ingame-Nebel ist, habe ich diese Vernebelung vom Nurcash GBA. Von meinem ganz großen, klassen, tollen, was? Von meinem großen, tollen, klasse Emulator, der so wirklich super ist, ja, der so wirklich, wunder, mächtig, prächtig, ne? Sehr schön, ja. Das ist einfach nur Fail, Leute. Also, Moment. Ich werde jetzt mal hier rausgehen. Und, der Nebel kommt, wenn ich diese Treppe hier hochgehe. Und zwar, jetzt. Nochmal ohne Nebel. Oder... Ey, der geht ja gar nicht mehr weg. Doch, jetzt. So, das ist jetzt nochmal ohne Nebel. Jetzt kann ich nochmal safen. Also ohne Nebel, ganz normal in-game. Und jetzt gehe ich die Treppe hoch. Vernebelung. Ja, wie es hier dann im nächsten Part weitergeht. Ich habe das ja schon mal geschafft hier mit diesem Nebel. Und so kompliziert ist das bei dem ja auch noch nicht. Allerdings, naja... ja, wir sehen uns nächsten Part hier wieder beim Pyroberg Teil 2 oder so, ja. Das war's von mir und tschüss, sage ich. Danke fürs Zuschauen. Bis denn.